Die Geschichten über mein Liebesleben, die sind sehr kurz und schon vorbei. Ja, danke für das Ohr. Das Mitleid brauche ich. Denn, wie gesagt, ich wohne in Chemnitz. Und der nächste Text handelt davon. Er heißt, die Zukunft ist beige. Und er hat ein Vorwort. Eine Anmerkung des Autors. Ich bin selbst zutiefst betroffen. Ich weiß, wovon ich rede. Einige meiner engsten Familienmitglieder sind... Anders. Hallo, mein Name ist Erik Leichter und ich bin verwandt mit alten Menschen. Und ich liebe sie trotz dieses schweren Makels. Auch wenn dadurch das Zusammenleben manchmal nicht einfach ist. Ja, ich stehe dazu. Manchmal, aber nur manchmal nerven sie und es muss gesagt werden. Sie wurden gewarnt. Hier also besagter Text. Oh, du Weisheit, so langsam erworben, so schnell verloren, denke ich, als mir meine Freundin die Milchbrotsuppe, Brot extra ohne Rand reicht und ich, vielen Dank, Schatz, es ist unglaublich rührend, wie du dich um mich kümmerst, ich bin dir zutiefst zu Dank verpflichtet, sagen möchte. Rauskommt, oh. Sie klatscht die Suppe liebenswürdig auf den Tisch und meint, wenigstens Danke sagen kannst du, Arschloch. Es ist unglaublich, wie schnell eine einfache Weisheitszahnoperation in der Entwicklung zurückwerfen kann. Oder vorwerfen? Die Freundin verschwindet in der Küche, als das Telefon klingelt und ich reflexartig rangehe. Guten Tag, Erik Leichter am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Rauskommt. Ah, Herr Leichter, sind Sie's? Katja Bürger, mein Name. Ich bin vom Familienministerium und wir machen gerade eine Umfrage. Wie ich sehe, liegt bei uns ein Datenfehler vor. Ich entschuldige mich. Wir lassen ihr ein Päckchen zukommen. Klick. Es wird aufgelegt. Meine Freundin kommt mit einem Teller zerdrückter Bananen rein. War was? Ich überlege mir eine Antwort. Dann winke ich ab. Dies wird quittiert mit einem Arschloch. Spulen wir eine Woche vor. Ich tuckere mit angenehmen 60 Stundenkilometern auf meinem Rollator durch die Fußgängerzone. In der linken meinem Nordic Walking Stock, mit dem ich die Köpfe vorbeilaufender Kleinkinder aufspieße. Sieht aus wie Schaschlik. Ich kriege leichten Hunger. Mit der rechten erhöhe ich sanft die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer. Verzweifelte Polizisten stellen sich mir in den Weg. Sie schwitzen, ich nicht. Sie rufen etwas, mir doch egal. Sie zielen auf mich. Nee. Ich entscheide mich jetzt doch für angenehme 80 Stundenkilometer und rufe ihnen freundlich zu. Ihr könnt mir nichts! Ich bin ein Wichtig! Schüsse fallen. Und wir spulen kurz zurück, wie es soweit kommen konnte. 2 Tage nach dem Anruf bringt der Postmann ein Paket vom Familienministerium. Relativ groß und schwer, 2x1 Meter. Ich lege es auf den Wohnzimmertisch, der sich leicht biegt. Und meine Freundin und ich bestaunen es ungläubig. Du kommst in den Knast, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, betet sie, während sie ihre Kreise um den Tisch zieht. Drogen, das erklärt alles, ich wusste es, ich wusste es. Und ich öffne achselzuckend das Paket, ein kleiner Umschlag liegt ganz oben. Ich mache ihn auf und meine Freundin schnappt ihn mir aus der Hand und liest laut vor. Sehr geehrter Herr Leichter, aufgrund unserer Stimmerkennungssoftware, Fehlerquote unter 0,1%, haben wir derzeitiges Alter von 75 Jahren sehr leicht ermitteln können. Sie waren fälschlicherweise bei uns als 25-Jähriger eingetragen. Es tut uns leid, dass es zu diesem Fehler kam. Hiermit übergeben wir Ihnen endlich die Dinge, die Sie brauchen, um nun als Hüter und Lenker des deutschen Volkes, als viertes Organ des Staates, als Rentner zu fungieren. Seien Sie sich der Verantwortung bewusst, die mit dieser Macht kommt, und der Notwendigkeit, sie geheim zu halten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das Familienministerium. Krasser Scheiß. Ich nicke, wir machen uns an die Kiste. Ein sorgsam gefalteter Haufen Klamotten. Alle in beige. Wirklich alle. Alle. Darauf ein grauer Hut in Plastik eingeschweißte Nordic Walking Stöcke und eine kleine Flasche mit der Aufschrift Eau de l'âge. Das heißt Duft des Alters, sagt meine bessere Hälfte. Ach so, ich dachte, das heißt Duft vom Arsch. Denke ich, doch ich sage.
Drin ist noch ein Gutschein für einen Rollator und oder eine neue Hüfte bei Bedarf. Wir packen erstmal alles wieder ein und trinken einen Schnaps, also eine Flasche Schnaps. Und ich hiefe die Kiste auf den Dachboden und wir beschließen, nie wieder darüber zu reden. Ich fühle mich, als wäre ich in irgendeiner Kafka-Erzählung. Kafka auf Gras, Pilzen, Koks und eine Riesenmenge LSD. Am nächsten Tag läuft alles ganz normal. Ich sitze zu Hause rum, Langeweile und Gedanken an Kisten, an die man nicht denken sollte und wie man dran denkt, dass man nicht an sie denken sollte. Scheiß drauf. Und damit startet mein Selbstversuch alt, der bald zu meinem baldigen Ableben führen sollte. Die Klamotten sind saubequem, muss ich sagen, aber auch verdammt hässlich. Die Nordic Walking-Stöcke liegen gut in der Hand. Ich öffne die Parfümflasche, nur um mal kurz daran zu riechen, doch dann fällt nur ein Tropfen aus der verdammten Flasche auf den Boden und die Hölle der Gerüche bricht los. Eine Mischung aus Sauerkraut, zehn abgestandenem Schweiß und Schimmel durchstößt die Wohnung und hängt sich an jedes kümmerliche Molekül in Möbeln, Teppich, Kleidung und bleibt da wahrscheinlich, bis wir die Wohnung abfackeln oder sterben. Ich ziehe durch die Straßen meiner Hood und bemerke, wie keiner mehr mich bemerkt. Nicht meine Freunde, nicht die Polizei, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, der Ticketkontrolleur im Bus oder der Würstchenmann, dem ich mit dem Walkingstock das Fleisch vom Grill klaue. Es ist klar, Beige heißt Urban Camouflage. Stealth-mäßig ziehe ich nun durch die Stadt, nennt mich der Beige Schatten. Ich treffe meine Abschnittsbevollmächtigten Adelheid, Otto, Sigrid und Gerd. Sie weisen mich ein in den Weg des Rentners. Wir ziehen durch die Straßen, wenn mal ein Jugendlicher sitzen will. Wir sind zur Stelle und sitzen und räuspern uns auffällig. Wo immer an einer Haltestelle eine Masse Studenten steht, um zur Vorlesung zu kommen, wir sitzen bereits im Bus und blockieren den Eingang. Wann immer ein Geschäftsmann schnell zu einem Meeting fahren muss, wir fahren mit 20 vor ihm. Wann immer du noch schnell ein Ticket für den Zug, schnell etwas Geld oder nur noch was zu essen holen willst, stehen in der Schlange vor dir. Wir sind da, wenn du uns nicht brauchst. Wir sind der Kaugummi im Getriebe der Gesellschaft und sorgen dafür, dass ihr kleinen Zahnräder euch nicht zu schnell dreht. Wir sind Rentner! Wenn ihr euch fragt, warum wir immer die Tauben füttern, noch nie was von Drohnen gehört. Die kleinen Luftratten fliegen über Deutschland, nehmen euer Verhalten auf und solltet ihr mal wieder zu viel oder zu wenig Stress machen, wir kacken euch zu. Und so verbringe ich meine Woche Freiheit und alles ist schön. Bis Sonntag. Morgen bin ich wieder Student, wieder ein dummer Jugendlicher. Ich kann nicht mehr so leben. Spulen wir also vor. Schüsse fallen, Menschen rennen auseinander. Ich spüre einen starken Ruck am Kopf, als mein grauer Kevlarhut die Kugel für mich abfängt. Ich enthaupte die beiden Polizisten im Vorbeifahren mit der scharfen Seite meines Gehstocks und freue mich. Hiha. Doch jeder Spaß hat einmal ein Ende. Da stehen sie. Adelheid, Otto, Sigrid und Gerd. Das R-Team. Du bist zu weit gegangen, Erik. Du hast unserer Organisation und deinen Mitmenschen geschadet. Wir werden dich bestrafen müssen. Hey Leute, das könnt ihr nicht tun, bitte. Ich bin doch einer von euch. Ich bin alt, schon immer gewesen, bitte. Ein kurzes Zischen in der Luft. Ich habe die Spitzen für ihre Nordic Walking Stöcke im Kopf. Kein Gedanke verlässt mir mein Gehirn und das R-Team verlässt den Schauplatz, getarnt als nette, harmlose Leute. Beige Schatten. Danke.